Es ist eine der wichtigsten Fragen in der künstlichen Intelligenzforschung, wann es sogenannte generelle künstliche Intelligenz gibt. Oder man könnte auch sagen, wann künstliche Intelligenz so kreativ ist, dass sie eigene Problemlösungsmechanismen erfinden kann, dass sie so kommunizieren kann mit uns Menschen, dass wir keinen Unterschied mehr merken, ob es eine Maschine oder ein Mensch ist. Wissenschaftler sagen, das kann Jahre dauern. Andere sagen, das wird nie passieren. Ich glaube, es wird dann passieren, wenn die Technologie in der Lage ist, verschiedene von diesen Fachidioten künstliche Intelligenzen klug miteinander zu vernetzen, und zwar so klug miteinander zu vernetzen, dass die Wirkung der Maschine auf uns die gleiche ist wie die eines Menschen. Und dann wird es spätestens gefährlich werden, egal wie intelligent diese Maschine tatsächlich ist. Denn künstliche Intelligenz entsteht nicht einfach so, sie wird von Firmen eingesetzt, die damit eben zum Beispiel auch ein Geschäft machen und Geld verdienen. Und man kann umso mehr Geld verdienen, je mehr von diesen Algorithmen man auf bestimmte wichtige Alltagsprobleme loslässt. Welche Möglichkeiten haben wir Menschen? In meinem neuen Buch, Die Zukunft ist smart, du auch, habe ich in sehr vielen Kapiteln untersucht, was denn im Alltag schon bei uns an Technologie, an Digitalisierung, an künstlicher Intelligenz angekommen ist und was wir tun können, um damit bewusst und engagiert umzugehen. Und ich kann Ihnen sagen, die wichtigste Botschaft ist, wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen. Ob es uns gefällt oder nicht, es kann aber auch Spaß machen und spannend sein.